Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und wir gucken immer wieder, was Minnie Maus so macht. Wir sind halt neugierig. Und ich mach gleich die nächsten Wither, weil ich will noch ein paar Beacons haben. Vielleicht gehen wir auch einfach mal wieder Stripmine dann. So, das heißt, ich baue die jetzt nach und nach auf und töte die. Das ist zwar jetzt vermutlich nicht mehr so. Nee, schon ein nach dem anderen. Ich bin ja nicht geisterkrank. Ja, vielleicht ein bisschen. Really bei dir? Warum? Ach so, okay. Ja, das wirst du noch zweimal hören. Ja, okay, das wird noch ein, zweimal passieren, vermutlich. Ja, jetzt haben wir ihn gleich bei der Hälfte. Das heißt, er müsste jetzt die Pfeile zurückschießen. Oder? Ja, er schießt die Pfeile zurück. Dann nehme ich mal El Schwerto und klatsche da einfach drauf. Wenn man so eine Bedrock-Kammer hat, ist halt der Wither eigentlich echt lame. Nummer 1. Ja, ich habe halt keinen Bock, dass der unsere komplette. Ja, wobei kann er nicht, weil Mob Griefing ist aus. Vom Prinzip, aber ganz ehrlich. Es ist ja schon aufregend genug, überhaupt an diese Schädel zu kommen. So, das war seine Explosion. Wir ballern wieder rein. Du hörst aber, glaube ich, den Sound erst, wenn er explodiert, weil ich habe den schon vor ein paar Sekunden gemacht. Ja, okay. Interessant zu wissen. So. Dann ist hier auch gleich Schluss. Dann wieder El Schwerto. Es wäre halt mega cool, wenn man die Effekte nochmal sozusagen stacken könnte. Das würde ich ja feiern. Einfach so in 5 Minuten zu dir gerannt. So, und jetzt den letzten. Ja, stimmt eigentlich. Sagen wir in 5 Sekunden. Einfach so einmal auf W gedrückt und schon eigentlich durch die Wand durch. Miep, miep. So. Dann El Schwerto Kaputtmachung. Ja. So. Dann sind wir fertig. Ich hole die restlichen Ingredienzien für unsere Beacons. Oh, das wird so gut. Ja, ich finde das inzwischen tatsächlich ein bisschen störend beim Gerüst. Das dauert mir zu lang alles. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu verwöhnt geworden. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und die 3 muss ich noch wegschmeißen. Ja, ich bin gespannt. So, jetzt brauche ich noch 15 Glas. Ich war Das wird so gut. So, hier an die Werkbank. Dreimal Leuchtfeuer. Oh, jetzt fühle ich mich richtig geil. Das ist schon fast ein bisschen OP. So, den einen setze ich natürlich gleich wieder hier hinten hin, da wo er auch hingehört. Ich sollte Eisen mitnehmen. Aber bei meinem Glück liegt sowieso gerade wieder Eisen in der Knochenmehlfabrik. Aus irgendeinem Grund passiert das nämlich ständig. Tach, Zombie, wir sterben. Du olle Pissbirne. Und? Ja, klar, wieder 25. Ich verstehe es nicht warum. Aus irgendeinem Grund ist halt trotz Sortierautomatik bei der Golem-Farm trotzdem immer Eisen da hinten. Das dürfte gar nicht passieren. So, was macht man jetzt hier hinten? Vom Prinzip brauche ich hier Eile. Ich meine, gut, ein paar Farmen sind noch angedacht. Das sind tatsächlich gar nicht so viele. Ich würde eigentlich
Ja, Regeneration wäre mal ganz interessant. Schnelligkeit wäre natürlich auch cool. Ich will mal gucken, wie ist denn das, wenn ich jetzt Sprungkraft 2 habe? Wie hoch kann ich jetzt hüpfen? Alter, lol. Ja, ich kann über Zäune springen, ohne die anzustreifen. Mit Sprungkraft 2. Das ist halt auch voll geil mit der Elytra einfach. Wenn man nämlich im richtigen Moment immer wieder drückt, dann schleudert die einen noch höher und du kannst halt hier übelst weit fliegen einfach, ohne Rakete. Geil. Ich mache hier aber jetzt auch Eile 2. Ich müsste nämlich, mir ist aufgefallen, unsere Bambusfarm reicht nicht aus, um das hier permanent zu füllen, während die durchbraten. Also da ist manchmal da ein bisschen Leerlauf, ist zwar jetzt nicht unbedingt schlimm, würde ich aber demnächst umändern wollen. Das heißt, die hier mache ich einfach leer. Oder? Ja, ich glaube, ich mache die einfach leer. Und mache hier auch Bambus rein und baue dann nochmal ein oder zwei für Zuckerrohr. Aber nicht jetzt. Steht zumindest für heute nicht auf der Liste. Für heute steht eigentlich auf der Liste, ich würde gerne noch eine Seetangfarm bauen. Und eine Rankenfarm. Die Rankenfarm sollte genauso funktionieren wie die Schaffarm. Ich bin gerade ein bisschen geflasht eigentlich davon, dass ich überall Eile 2 habe. Es ist halt cool. Ja, armes Schaf kann ich futtern. Alter. Das wäre... Ja, das... Aber ich glaube, dann hättest du auch extrem viele Ghost-Blöcke dadurch. Ja, auch. So, ein Beacon würde ich nämlich gerne zum Strip-Minen noch nehmen. Und... Dann hätte ich noch einen, den ich dir leihen könnte für dein Lager. Dann musst du deinen nicht extra abbauen. Das würde ich tun. So, das heißt, einer kommt hier rein für Strip Mining. Ich kann jetzt auch meine... Das weiß ich auch nicht. Farbstoff kann ich hier mal kurz in die Kiste schmeißen. Brauchen wir gerade nicht. Das kann weg. So, Eisen kann einsortiert werden. Verrottetes Fleisch braucht man nicht mehr. Ah, das Blöde ist, ich habe hier nämlich auch den Mülleimer raus. Ich habe gerade gar kein Entsorgungssystem. Vielleicht machen wir einfach das als nächstes, denn ich muss hier entsorgen. Boah, zum Glück das Glas aufgenommen. So, ihr seid der Zeuge. Ich habe dreimal Obsidian hergezaubert. Und jetzt zaubere ich es in der Lava weg. Ich bin kein Cheater. Ja, es wäre auch blöd gewesen sonst. Gut, oder wollen wir vielleicht wirklich gleich mal ein bisschen Obsidian farmen? Ich weiß nicht. Brauchen wir momentan überhaupt Obsidian? Ich glaube nicht so wirklich, oder? Erstmal was futtern. Dann würde ich sagen, ich habe meine Raketen vergessen. Dann liefern wir mal eben den Beacon aus. Und danach entscheide ich, mit welcher Farm wir anfangen.
Oder halt wirklich ein irgendwie auch hübsches Entsorgungssystem mit einem fetten Lavabecken, diesmal statt dem Kaktus. Und dann fließt das über Wasserschienen da rein. Ich glaube, das wäre ganz nice. Breit? Wer ist breit? So. Und was ich auch noch schauen wollte, ich wollte mal ausprobieren, ob Minimaus Portal jetzt noch funktioniert oder ob das schon wieder hier so hier Fusche war. Hast du bereits Eisenblöcke in deinem Lager? Also in deinem zukünftigen? Okay, dann... Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg in deinen Keller. Alter, wie ich hier durchrush. Es war da lang. Ich müsste jetzt tatsächlich wieder ausrechnen, wie viel ich brauche. Erze, Pflanzen, bla bla bla. Das heißt hier... Nein. Blöcke. Erz, Smaragd, Lapis. Alter, wie viele Kisten hast du für Lapis angelegt? Achso, die sind alle leer. Okay, ich nehme alles zurück. Eisen. Warte, ich rechne mal kurz aus. Nebenbei. Natürlich mit dem Taschenrechner, ich kann Kopf nicht. 9 mal 9 plus 7 mal 7 plus 5 mal 5 plus, ja, plus 9. 3 mal 3 kriege ich noch hin. 4003 Blöcke durch 64. Ich habe mir doch safe irgendwo verrechnet. Was ist da los? Das waren keine 62 Stacks. Ich glaube, das waren irgendwas um die 3 Stacks. Ich nehme jetzt einfach mal 3 mit. Den Rest gebe ich ja gleich zurück. Ja. Ja, also praktisch für eine Wand immer exakt ein Stack. Ja, ja, gibt ja Sinn. Ja, gibt ja Sinn, ne? So, ich... Weiß ich nicht. Ja, verstehe. Ja, ein Stack auf einen halben Stack. Ich rechne in Minecraft tatsächlich nur noch mit Stacks. Ja, normalerweise schon. Das ist ja auch relativ groß dann. So.
Dann hier nochmal runter und nächste Schicht. Das hier müsste auch schon die endgültige Höhe sein eigentlich. Das heißt, wir können am Rand noch einen Block mit rausziehen. Oh ja. Ja, Macken. Ja, gut. Ja, kannst du zumindest einiges lagern. Das klingt zumindest mal endlich nach einem Lager. Bong. Groß. Dasselbe wie oben, nur in groß. So, dann muss ich einmal ganz kurz hier. Bing. Werde ich dir gleich sagen, wenn ich von oben gucke. Ich habe nämlich nur Himmel gesehen. So. Bau mal was ab. Ist hier irgendwo... Hast du hier irgendwo eine Truhe schon? Okay. Dann warte ich einfach wieder, bis du da bist. Doch, hier steht eine Truhe. Es steht ja eine Truhe hier drin, da schmeiße ich dir mal deine Eisenblöcke zurück rein. Die einzige, die in deinem momentanen Lager wirklich mittendrin steht. Ja, jetzt schon. Ja, klar. Ich habe jedenfalls deine Eisenblöcke auch mit reingemacht. Bau mal was ab. Das ist so gut. Level gemobst. Was? Welches Huhn? Ich habe da eine Vermutung. Ich habe einer gewissen Person einst sehr, 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 ich glaube um die 30.000 Eier gegeben, die er in seiner Pause komplett alle geworfen hat. Vielleicht ist das ein Überbleibsel. Gut, dann mache ich mich wieder auf den Heimweg. Wenn ihr halt fertig bist, bringst du halt irgendwann den Beacon mal zurück oder so. Und ich baue jetzt mal eine Entsorgungsanlage bei uns. Ja, das ist auch interessant. Es sieht auch sehr cool aus, wenn da zwei Striche in den Himmel ragen. Ich muss mal bei mir schauen. Das müsste ja bei mir eigentlich ähnlich aussehen. Ein grüner und ein weißer. Ja. Wie ist denn es, wenn wir auf Jagd gehen hier in Nete? Wenn wir uns einfach zwei der Beacons aufstellen in dieser Festung,
einen mit Regeneration 2 und einen mit Stärke 2. Dann dürfte uns ja auch nicht mehr viel passieren. Und es könnte sogar sein, dass ich die One hitte. Ich brauche so schon bloß 2 Schläge. Und so ein One-Hit-Wonder wäre schon irgendwie ganz cool, oder? So. Aber die Frage ist, wo mache ich eine Müllanlage hin? Also ich wollte, vom Prinzip der Plan war ja, dass hier so Overflow-Kisten hinkommen. Das heißt, Lager ist irgendwas voll und dieses Item landet dann hier und von dort aus mit einem Schalter schmeiße ich es in den Müll. Dann könnte ich hier das Lavabecken aufbauen. Warte mal, was ist denn hier für ein Loch? Hey, warum ist hier... Ah, hier wollte ich ursprünglich mal was anbinden. Das ist jetzt aber da hinten. Das ist von der Schmelze. Habe ich offen gelassen, weil hier noch ein Diamant ist. Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das geht jetzt wirklich sehr, sehr schnell kaputt. Also mit Eile 2 muss man wirklich... Ja, das wäre natürlich auch doof. Ja? Ja, das klingt nach Terraform. So, dann würde ich nämlich hier ein Lavabecken einrichten. Ja, ist es meistens. Vor allem weißt du, was auch noch scheiße ist? Ein brauner Haufen, der stinkt. Ja, mal. So. Das heißt jetzt, wir machen... Ich habe hier schon mal euch gezeigt, wo... Ja, wahrscheinlich irgendwie in Ruhe einfach Minecraft spielen, ohne ständig vollgelabert zu werden. Ja. Also gut. Hier machen wir in der nächsten Folge einfach... mal eine schöne Entsorgungsanlage. Ich habe da schon was im Kopf und glaube, das wird ganz cool. Ihr dürft gespannt sein. Dementsprechend morgen einfach wieder einschalten, dann werdet ihr das sehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Tschüssikowski.